Ja, hallo zusammen, darf alle recht herzlich begrüßen. Vorbesprechung unseres anstehenden Auswärtsspiels beim Hamburger Sportverein. Der letzte Akt für uns in dieser aktuellen Saison steht an mit dem Relegationsrückspiel. Dann morgen 20.30 Uhr live bei Sky, live bei Sat.1 und auch live logischerweise im Volksparkstadion. Das Stadion ist ausverkauft mit 57.000 Zuschauern, rund 6.000 Hertha-Fans werden uns begleiten und die Mannschaft unterstützen. Darauf freuen wir uns. Mich mit dabei sein werden Alex Schwolo, Kilian Sona, Marton Dardai, Davy Selke, Dongjung Lee, Lukas Klünter, Marcel Lotka und Linus Gechter. Das ist die Liste derer, die nicht einsatzbereit sind und deshalb die Reise nach Hamburg nicht mit antreten werden. So viel zur Vorrede und dann geht's los in die Fragerunde. Wer startet? Da fangen wir an bei Lisa La Reuter für Sky Sport News. Guten Morgen. Wie haben Sie denn Ihre Mannschaft jetzt erlebt nach dem Spiel am Donnerstag? Was mussten Sie vielleicht auch aufarbeiten? Schauen Sie, es ist ja so, dass wir letztendlich diese Situation wie nach dem letzten Spiel schon die letzten vier Spiele hatten. Es war ja so, dass wir immer kurz davor waren, den Klassenerhalt zu sichern und ich will nicht sagen in letzter Minute, aber immer relativ spät haben wir dann einen Rückschlag bekommen. Insofern war das, wie gesagt, jetzt im Grunde ja nie anders. Und wir haben es ja bisher immer geschafft, nachdem wir diese Enttäuschung verarbeitet hatten, weggesteckt hatten, dann wieder zurückzukommen und wieder anzugreifen und wieder eine gute Leistung zu bringen. Und so sehe ich das natürlich jetzt auch. Ich bin überzeugt, dass wir auch diesen Rückschlag wegstecken, denn letztendlich nochmal ist es ja, verstehen Sie, ist nicht viel passiert. Wir haben eine Situation, wie es halt in einem, sagen wir, Europapokalspiel ja auch ist, mit Hin- und Rückspiel. Und gibt so viele Beispiele, wo man im ersten Spiel das Spiel nicht erfolgreich gestalten konnte, aber das im Rückspiel noch wettmachen konnte. Und so diese Situation, die bietet sich ja für uns auch. Und natürlich war, sagen wir, unsere Leistung jetzt im Hinspiel nicht außergewöhnlich gut, aber wir haben eben gegen einen sehr starken HSV auch mit einem Glückstor nur diese Niederlage kassiert. Und insofern, denke ich, sind die Chancen trotzdem noch groß, dass wir im Rückspiel auch mal vielleicht ein bisschen Glück haben und auch mal die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung nicht gegen uns, sondern für uns haben und dann eben vielleicht auch mal ein Tor oder zwei machen. Ja, bitte. Dann machen wir weiter bei Steffen Rohr und Kicker. Freddy, die Mannschaft war natürlich sehr enttäuscht am Donnerstag. Es war im Grunde der vierte Nackenschlag in Serie. Auf der anderen Seite, auch wenn euch viele im Moment abschreiben, gab es so ähnliche Situationen immer wieder, auch gerade in der Rückrunde nach Union, auch nach Gladbach. Vielleicht die Mannschaft ist dann doch immer wieder zurückgekommen. Auch was macht ihr Mut für den Montag, dass es nochmal so kommt? Ja, dass die Karten auf dem Tisch liegen. Es gibt jetzt nur noch dieses eine Spiel. Ja, und dieses eine Spiel ist wie ein Finale jetzt für uns. Und ich glaube, der Trainer hat es auch richtig gesagt. Ja, das ist wie im Europapokal, jetzt weißt du genau, da liegt das alles und du musst gewinnen. Wenn du gewinnst, bist du auf jeden Fall schon mal in der Verlängerung. Ja, wenn du zwei Tore, wenn du eins noch mehr machst, bist du nämlich durch. Aber ich habe schon nicht nur Hoffnung, sondern auch die Überzeugung, dass die Jungs mit gewissem Wut auch vielleicht auch reingehen in dieses Spiel, was ich so gespürt habe, dass sie selbst nicht geglaubt haben, dass sie dieses Spiel verlieren können. Vielleicht auch das vielleicht kleiner Grund gewesen. Vielleicht waren sie sich zu sicher, dass sie das im Hinspiel so hinbekommen. Und dann verlierst du eben so ein Spiel, sehr kurios. Und bist dann doch nicht so ganz so, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben, von der Leistung her. Aber jetzt zählt es im Endeffekt. Jetzt ist, wir haben so viele Nackenschläge gehabt. Und Trainer hat richtig gesagt, die Jungs kamen auch immer wieder zurück, konnten intensiv wieder in den Trainingseinheiten, aber dann genauso auf dem Platz wieder agieren.
Und das brauchen wir, diese Intensität, wenn sie die und die Leidenschaft mit reinbringen und auch ein bisschen diese wütend sein auf sich selbst, ja, aber das auch positiv auf dem Platz zu zeigen. Ja. Dann machen wir weiter bei Jakob Rüger, RBB. Herr Magath, der Kopf spielt ja jetzt in diesen Tagen sicherlich auch eine große Rolle. Wie kann man die Angst und die Sorge ein Stück weit bekämpfen, dass das schief geht am Montag in Hamburg? Ja, wie gesagt, indem man halt die Situation klar so nimmt, wie sie ist. Denn im Moment sind wir raus, ne? Und wir können ja nur noch gewinnen. Also wir haben eine Situation jetzt, wo es ja nur noch darum geht, gewinnen zu können. Und deswegen, glaube ich, ist die Situation jetzt halt umgekehrt wie im Hinspiel. Jetzt ist der HSV derjenige, der was zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV, bei den Spielern, ja, aber nicht mehr bei uns. Und insofern sehe ich die Situation eigentlich für uns als die bessere an. Und deswegen glaube ich auch, dass wir gute Chance haben werden, das im Rückspiel jetzt noch zu drehen. Weiter geht's bei Sebastian Schlichting für den Tagesspiegel. Ja, guten Morgen. Herr Magath, eine Frage. Es war jetzt nicht viel Zeit zwischen den beiden Spielen. Was stand jetzt im Training im Vordergrund und vielleicht auch in Einzelgesprächen mit den Spielern? Ja, im Training stand natürlich nicht, aber das hatte ich Ihnen letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, dass wir jetzt am Ende einer Saison nicht über Training viel erreichen können. Insofern, es ging jetzt hier nur darum zu regenerieren nach dieser Partie und wieder den Kopf wieder ein bisschen frei zu kriegen. Insofern ist jetzt im regenerativen Bereich gearbeitet worden, aber nicht in der Trainingsarbeit, da wurde nichts gemacht. Und natürlich wird es oder gab es schon Gespräche mit Einzelspielern und wird es jetzt natürlich zu dem Spiel hin zu Gesprächen mit Einzelnen kommen. Aber wie gesagt, die Stimmungslage gestern war schon aus meiner Sicht zielgerichtet auf die Partie morgen Abend. Und ich habe schon gestern gespürt, dass da was sich wieder entwickelt bei uns in der Truppe. Und deswegen sage ich, wir sind bereit für das Spiel am Montagabend. Steffen Roller mal für den Kicker, bitte. Herr Magath, Sie brauchen Tore, also mindestens eins, vielleicht mehrere Tore. Stefan Jovetic und Marco Richter haben Sie von der Bank gebracht. Die beiden kamen aus Verletzungen oder einem Infekt. Wie weit sind die beiden mittlerweile? Wie sehr können Sie der Mannschaft morgen Abend helfen? Ja gut, es ist, beide stehen zur Verfügung und ne, beide sind, wie gesagt, jetzt auch gesund und fit. Das ist ja zum Beispiel eines unserer Probleme in den letzten Wochen immer wieder gewesen. Ne, ich habe das nie zum Thema gemacht, weil ich jetzt eigentlich nie jemand bin, der jammert. Aber ne, sie oder die Öffentlichkeit vergisst sowas dann anscheinend auch schnell und kriegt sogar nicht richtig mit. Ne, wir haben ja leider das Problem mit zum Beispiel kranken Spielern wie Niklas Stark, ne, der angefangen hat, wie der Rückschlag wieder krank geworden ist. Jetzt haben wir den Linus Gechter, der jetzt zum dritten Mal einen Rückschlag erlitten hat. Also sowas habe ich noch nie erlebt in meiner Laufbahn als Trainer. Ne, dass also sowas in dieser Massivität da auftritt. Und insofern ne, waren wir halt auch geschwächt, ne, was das Spiel angeht. Und wie gesagt, mit Santi, der jetzt wieder zurückkommt, hat uns natürlich auch ein ganz wichtiger Mentalitätsspieler gefehlt. Das ist doch gerade die Stärke von Santi und damit hat er uns ja auch in den letzten Wochen sehr, sehr gut geholfen und war einer der überragenden Spieler in dieser Mannschaft. Und der hat natürlich gefehlt, der ist aber jetzt wieder zurück. Wir haben ihn wieder und er wird wieder eine große Rolle spielen bei der Partie morgen Abend. Genauso wie natürlich auch der Prinz eine große Rolle spielen wird. Denn das ist der Prinz ist ein Finalspieler, der weiß, wie das geht. Der, ne, fragen Sie mal meinen Nachbarn hier, ne, was der Prinz im Pokalfinale gemacht hat, ne, von Eintracht Frankfurt. Ne, der kann sowas und den braucht natürlich auch die Mannschaft morgen beim Finale. Und deswegen, wir haben schon auch noch jetzt mehr Qualität zur Verfügung, als es am letzten Donnerstag der Fall war. Und deswegen, ne, auch deswegen werden wir stärker sein. Lisa Leuter, Sky Sport News. Da kommt das Mikro. Oh, danke. Um darauf nochmal einzugehen, also heißt das, dass Kevin Prince Boateng morgen bei Ihnen in der Startelf steht?
Das habe ich jetzt Ihnen nie so gesagt. Ich habe gesagt, dass er eine wichtige Rolle spielt in der Mannschaft und für die Mannschaft, wie er es die ganze Zeit schon gemacht hat. Und das wird er natürlich auch morgen sein. Und das bleibt auch dabei, dass ich natürlich nie heute hier die Aufstellung für das Spiel morgen bekannt gebe, sondern natürlich warte ich bis zum letzten Augenblick, denn erstmal weiß ich nie, was noch passiert. Wie gesagt, von den Rückschlägen haben wir ja gerade gesprochen, ne, und von den überraschenden Erkrankungen und Verletzungen. Und von daher wird die Entscheidung erst morgen fallen. Javi Caceres, Süddeutsche Zeitung. Herr Magath, wenn Sie mit den Spielern sprechen, wenn Sie sich mit der Mannschaft auseinandersetzen, wer geht da gerade voran? Auf wen zählen Sie besonders, was das Spiel morgen anbelangt, auch was die psychologische Seite dieser Partie anbelangt? Ja, also ich gehe davon aus, unsere Innenverteidigung, die hat jetzt ja konstant sehr, sehr gut gespielt, also mit unserem Kapitän und dem Kämpfer in der Innenverteidigung, denke ich, sind wir da sehr gut aufgestellt. Die werden natürlich ein wichtiger Aspekt in der Defensive darstellen. Und darüber hinaus, wie gesagt, mit Santi als Zweikämpfer, als sehr, sehr laufstarken Mittelfeldspieler, der für den Gegner sehr unangenehm ist, werden wir jemand haben, der also auch den Spielaufbau der Hamburger besser stören wird, als es bei dem Hinspiel der Fall gewesen ist. Und natürlich, wie jetzt gesagt, noch mit Prinz werden wir jemand brauchen, der eben auch in der Offensive für Ordnung sorgt. Ja, wie gesagt, das liegt doch auch wieder auf der Hand. Wir haben ja leider nicht den Stürmer, der uns mit in der Saison 20 Tore alle überzeugt hat, sondern wir haben ja leider die Situation, dass wir in der Offensive eben keinen Spieler haben, der eben über eine konstante Torgarantie verfügt. Und das macht natürlich die Aufgabe für die Offensive etwas schwieriger. Deswegen ist ja auch das klar, dass eben, wenn man jetzt die letzten Spiele betrachtet, unsere größte Waffe halt ist, wenn Platte an eine Standardsituation geht, wenn er an Eckball oder an Freistoß geht, so hatten wir ja auch am Donnerstag eine Riesenmöglichkeit, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wo er eben von rechts den Ball reingeflankt hat, wo wir den dann quer gelegt haben im Strafraum, wo wir leider dann einen Schritt zu spät gekommen sind, um dann abzuschließen. Aber das natürlich sind unsere Situationen. Wie gesagt, das weiß natürlich auch der HSV, dass die Standards bei uns halt sehr gefährlich sind und dass das für uns ein wichtiger Faktor auch sein wird, der morgen Abend halt auch lösen muss. Weiter geht's bei Bild, BZ und Carsten Briefer. Wenn dann die verletzten Spieler oder die angeschlagenen Spieler jetzt wie Selke, da kommen die mit, als dass man sagt, wir sind ein Team, oder als Heißmacher, dass die unterstützen, die dann auf dem Platz stehen, oder fahren Sie nur mit denen, die gesund sind? Wir fahren nur mit denen, die gesund sind, denn ja, das habe ich grundsätzlich immer so gemacht und ich glaube auch, dass das sinnvoller ist, wenn man eben den Kreis darauf beschränkt, auf die Leute, die mit der Sache zu tun haben. Ja, alles andere lenkt nur ab und wir müssen uns fokussieren, wie gesagt. Und die für den Verein die Kastanien aus dem Feuer holen müssen, die müssen zusammen sein und zusammenarbeiten. Steffen Rohr für den Kicker, bitte nochmal. Nochmal eine Nachfrage zu Marvin Plattner. Der schien am Ende des Hinspiels wieder angeschlagen nach einem Sprint, hat sich, glaube ich, wieder an die Muskulatur gegriffen. Ist für morgen soweit alles komplett klar bei ihm oder gibt es noch Zweifel? Ja, nein, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Er hat ja auch weitergemacht und hat am nächsten Tag trainiert. Also da hat was gemerkt da in der Situation, aber das ist kein Problem. Ich habe eine Anschlussfrage an Freddy Bobic. Freddy, es ist eine Woche, die sportlich enorm wichtig ist, aber auch danach wahrscheinlich, also nach dem Montag, einige Weichenstellungen möglicherweise für den Verein bringt. Mit welchen Empfindungen, mit welchen Gefühlen gehst du in diese Woche? Es geht ja doch um sehr, sehr viel auch für die Zukunft. Ja, die wird sicherlich nicht langweilig werden, die Woche. Aber es ist schon langweilig in dem Jahr gewesen. Deswegen
gucke ich erstmal, und so habe ich es bis jetzt immer gehandhabt, ist für mich der Montag das Entscheidende, also der morgige Tag. Das ist für mich wichtig. Und am Dienstag kann man mich gerne fragen zu anderen Themen. Und dann kann ich mich aufs Nächste konzentrieren. Ja? Weil es steht verdammt viel an. Dadurch, dass die Saison natürlich sich so lang gezogen hat, ist es natürlich auch von den Planungen etc. auch nicht so einfach. Ja? Und auch ein bisschen schwieriger alles. Deswegen ist zwar schön, wenn irgendwann der Schlusspfiff ertönt, ja, und hoffentlich auch positiv für uns. Und dafür sind wir davon überzeugt, dass wir das auch hinbekommen. Aber die Arbeit geht natürlich weiter, das ist klar. Es ist für Hertha BSC auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Woche. Javier Caceres. Herr Magath, wir haben ja relativ viel jetzt gesprochen über die Ausgangslage, Niederlage im Hinspiel der Relegation, was daraus folgt. Aber mich würde auch interessieren, was haben Sie an fußballerischen Schlüssen aus der Partie gezogen? Mit welchen fußballerischen Ideen wollen Sie morgen dem Hamburger SV beikommen? Ja, also der Schluss, den ich aus der Partie gezogen habe, war, dass wir leider nicht die Kompaktheit im Spiel und auf dem Spielfeld hatten, wie das in den Spielen vorher der Fall war, und sagte ich ja. Wie gesagt, jetzt nicht um irgendjemand was vorzuwerfen, aber es war halt so, dass Niklas Stark, der ja auch krank war, der ja auch verletzt, also krankheitsbedingt ein paar Wochen gefehlt hat, nicht im Vollbesitz der Kräfte war. Er hat mir schon in der Halbzeit signalisiert, dass er jetzt schon konditionell was merkt. Und insofern war er halt nicht in der Lage, diese Lücke, die Sandy aufgerissen hat, zu schließen. Und deswegen bin ich ja überzeugt, dass wir jetzt wieder an die Partie zum Beispiel in Dortmund anknüpfen werden und dass wir im Mittelfeld da kompakter und halt auch die Partie mehr kontrollieren werden als im Hinspiel. Jakob Rüger für den RBB. Herr Bobic, Sie haben sicherlich in den letzten Wochen zweigleisig geplant. So komisch das jetzt auch klingt, aber ist man vielleicht auch ein bisschen froh, dass am Montagabend dann eine Entscheidung fällt und man Plan A oder B entsprechend angehen kann und nicht mehr diese Ungewissheit hat, was es jetzt wird, Klassenerhalt oder Abstieg? Es ist immer schön, wenn dann die Saison vorbei ist und dann kann man einen Schlussstrich ziehen. Ja? Und dann kann man auch dementsprechend die Planung, die man machen musste, auch in Sorgfaltspflicht auch für den Verein machen musste, für beide Szenarien natürlich dann auch dementsprechend auch angehen. Das ist ganz klar. Ja, dann weiß man, von was man spricht und muss nicht die ganze Zeit nur warten, warten, warten. Deswegen bin ich auch froh, wenn morgen wirklich auch das letzte Spiel gespielt ist mit dem Sieg. Und dann wird es vielleicht ein Tick einfacher. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen Abend 20:30 Uhr geht's los. Bis dahin, bleibt gesund, hau hi.